Im Jahr 2000 schlüpfte Schauspieler Vin Diesel zum ersten Mal in die Rolle der intergalaktischen, aber ein bisschen lichtempfindlichen, coolen Sau Riddick in dem Science-Fiction-Thriller Pitch Black. 2004 folgte dann das Sequel unter dem Titel Riddick und 2013 der dritte Teil unter dem Titel... Ernsthaft? Riddick? Das Sequel zu Riddick heißt Riddick. Was ein Wunder, dass der Film nicht John Riddick heißt. Aber natürlich, man kann die Filme ja über die Untertitel auseinanderkennen. Also Riddick, Chroniken eines Kriegers. Und Riddick, Überleben ist alles. Aber ist ja, Überleben ist alles alleine schon so ein Kreativitätsvakuum. Ich fasse es nicht. Das würde ja am besten eigentlich auf ein DVD-Cover passen. Direkt neben dem... möglicherweise Alternativtitel Sadistic Chainsaw Torture Massacre Violence The Beginning. Klammer, Überleben ist alles. Ich weiß es nicht. Was allerdings spannend zu wissen ist bei Riddick, Überleben ist alles, ist die Tatsache, dass der Film unabhängig finanziert wurde, weil der zweite Teil an den Kinokassen kein allzu großer Erfolg war. Das erklärt auch, wieso es schlanke 9 Jahre gedauert hat, bis wir dieses Meisterwerk endlich zu Gesicht bekommen konnten. Aber was man auf jeden Fall im Gedächtnis behalten sollte, wenn wir jetzt gemeinsam Riddick 2013 schauen, ist, das ist die Story, die Vin Diesel so dringend erzählt haben wollte, dass er dafür sogar sein eigenes Vermögen riskiert. Impress me, Vin! Der Film beginnt mit Carrie Riddick, also quasi eingegraben in der Wüste außerhalb der Stadt aus Judge Dredd. Ein hungriger Aasgeier kommt zu ihm, offensichtlich war die Episode von Geschichten aus der Gruft schon ein bisschen länger her, und versucht an seinem Finger zu knabbern. Natürlich lässt ihn Vin Diesel 4-mal knabbern, bevor er irgendwas tut, keine Ahnung, aber natürlich bevor der Aasgeier irgendwie dem Begriff Fingerfood neue Bedeutung geben kann, packt Vin Diesel zu und erwürgt ihn. Einhändig. Ohne dann nachher irgendwie zu zeigen, dass er dieses Vieh isst oder anderwertig verarbeitet. Man hätte ja auch einfach sagen können, husch, husch, und die Sache wäre möglicherweise ebenso erledigt gewesen. Naja, dann macht sich ein sichtlich angeschlagener Riddick auf die Reise, und ich frage mich an der Stelle, bin ich der Einzige, dem es gar nichts ausmacht, wenn Leute mit einer Kettensäge filetiert, in gulaschgerechte Happen geschnitten, verkocht und bei irgendeinem gemütlichen Family-Dinner verzehrt werden, der aber jedes Mal so zusammenzuckt, wenn sich irgendjemand einen gebrochenen oder ausgerenkten Arm wieder einrenkt oder kracht, das ist... Ach. Dann auf jeden Fall legt sich Riddick noch in etwas Wasser, offensichtlich in der Hoffnung, dass die Katzen aus Catwoman auch vorbeischauen und ihm frisches Leben einhauchen, aber ich glaube irgendwie, dass sie nach dem Flop mit Halle Berry jedes Drehbuch 2 bis 3 Mal lesen, bevor selbst CGI-Katzen sagen, ihr habt ganz ehrlich, in dem dürft ihr uns animieren. Aber Moment einmal, damit wir das richtig verstehen, wir sehen jetzt einen Film, wo eine Person auf einem verlassenen Planeten gestrandet ist und dort umhergeht? Kann man nur froh sein, dass Vin Diesel keine Karate-Stunden bei Jackie Chan genommen hat, weil sonst wäre dieser Film jetzt richtig, richtig langweilig. In den ersten 10 Minuten von Riddick passiert jedenfalls mehr als in dem kompletten Film After Earth, inklusive Auseinandersetzung mit 3 verschiedenen Arten von Viechern, etwas worauf uns M. Night Shyamalan wahrscheinlich gefühlte 4 Stunden warten hätte lassen. Besonders cool finde ich eigentlich diesen Kampf in der Höhle. H.R. Geigers Alien-Skorpion taucht auf, killt zuerst eine von diesen Hyänen, dann attackiert dieser Scorp-Alien Riddick, aber... der kann's dann mit einem Stock in die Flucht schlagen. Aha, das Einzige, was ich mich nur frage, ist bei diesem Alien-Ding, wieso, wenn das so einen riesigen skorpionartigen Schwanzfortsatz mit
Krallenarm dran hat, wieso setzt er dieses Ding nicht einmal ansatzweise ein? Naja, wir sehen dann eine Rückblende, die zeigt, dass Riddick eigentlich kein schlechtes Leben hatte als Kratos-Imitator, bis halt dann Carl Urban aufgetaucht ist und Riddick auf irgendeinem gefährlichen Planeten zur Space Prey erklärt hat. Urbans Handlanger haben ja diese Schlüsselübergabe auf dem unwirtlichen Wüstenplaneten persönlich durchgeführt. Sehr nett für Riddick. Es kommt nämlich zu einer relativ coolen Action-Szene, wo Riddick die meisten von diesen Leuten einfach besiegen kann. Der einzige allerdings, der überlebt, ist Carl Urbans Handlanger, der dann so lange auf den Boden schießt, bis quasi Lemming-artig der komplette Felsen abbricht und mitsamt Riddick in die Tiefe stürzt. Was quasi bedeutet, Riddick fällt mit einem kompletten Felsen 100 Meter in die Tiefe und endet dann nachher, übrigens das leitet dann zum Anfang des Films zurück, unter diesen Felsen. Und das Einzige, was er hat, ist ein gebrochenes Bein. Ich glaube ganz ehrlich, dass das Ende von My Bloody Valentine das geringste Problem ist, das Vin Diesel an der Stelle hätte. Ehrlich gesagt wäre es irgendwie so... Ich weiß nicht, der Begriff Pizzabelag ist an der Stelle vielleicht etwas grauslich, aber... Sagen wir es so, der Aasgeier hätte wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten gehabt, Vin Diesel zu verzehren, wenn diese Szene ansatzweise realistisch abgelaufen wäre. Er hätte quasi die Soße nur vom Boden aufschlecken müssen. Lassen wir das. Riddick hat übrigens jetzt in dem Film ein Ziel, nämlich eine Station in weiter Ferne, über die er einen Hilferuf losschicken kann. Ganz anders als in After Earth zum Beispiel, wo Jaden Smiths Ziel eine Station in weiter Ferne war, über die er einen Hilferuf aussenden kann. Warte mal, egal. Jedenfalls muss Riddick vorher allerdings diesem Alien-Skorpion noch irgendein Gift absaugen und nach einem kurzen Versuch an seiner Haushyäne, solltet ihr an der Stelle jetzt nicht mitkommen, kein Problem, es ist nicht ganz so wichtig, spritzt er sich diesen intergalaktischen T-Virus selbst und kann dann ein bisschen mutieren. Dann wird quasi aus dem riesigen Fleischberg Riddick, der riesige Fleischberg Riddick. Yay! Transformation! Auf jeden Fall nach Vin Diesels Requiem for a Dream ist er offensichtlich bereit, gegen diesen Alien-Skorpion in der Höhle anzutreten, obwohl wir vorher schon gesehen haben, dass es mehrere von diesen Viechern gibt, obwohl es überhaupt kein Problem für Riddick gewesen wäre, einfach an der Höhle vorbeizugehen und sich diese lebensgefährliche Auseinandersetzung einfach komplett zu ersparen. Auf jeden Fall, während dann Riddick unterwegs ist mit seiner Haushyäne, muss ich sagen, Vin Diesel ist der einzige Schauspieler, der es schafft, eine hüfthohe CGI-Hyäne anzuknurren und dabei nicht einmal ansatzweise lächerlich auszusehen. Am nächsten Tag landet Riddick dann bei der Station, schickt seinen Hilferuf los und ist nicht mehr lange allein. Zu sagen, dass Hilfe für ihn gekommen ist, wäre allerdings trotzdem ein kleines bisschen übertrieben. Die Jäger des Schokoriegels mit Kokos sind schon auf der Suche nach ihm und ich finde es echt herrlich, wie austauschbar Boba Fett und seine Klonkrieger in Wirklichkeit sind. Einer der Bounty Hunter lässt dann eine Gefangene los, der Chef erschießt diese flüchtende Frau, die natürlich direkt vor Riddick letztendlich zu Boden fällt und stirbt und diese plötzliche emotionale Bindung zu einer Person, die wir seit genau 20 Sekunden kennen, ist echt nicht vorhanden. Optimal für Riddick ist übrigens, dass nicht nur ein Schiff mit irgendwelchen Leuten, die seinen Kopf gerne in der Kiste aus Saw 5 wissen würden, kommen. Nein, es sind zwei Schiffe gelandet, so dass wir natürlich auch zwei Gruppen haben, die sich dann immer wieder ein bisschen in die Haare kriegen können, weil das ja der Teil ist, der uns bei einem Film namens Riddick am meisten interessiert. Aber egal, beim zweiten Schiff ist allerdings sogar Starbuck aus Battlestar Galactica an Bord und ich muss echt sagen, Vin Diesel ist awesome. Aber jetzt hat er ein Riesenproblem. Bounty Hunter schlagen dann ihr Lager auf, sie haben sogar irgendeinen Wachroboter Marke Wally. Aufgabe, Riddick terminieren. Aufgebaut, Riddick, haut dann einfach ein paar Mal auf den Boden und dieses Teil wird so überlastet, dass Carlos Santana quasi den Checker ziehen muss, was auch ganz toll ist für irgendwelche Weltraumtechnik. Das sind also quasi Leute, die Schiffe bauen können, mit denen sie von Planeten zu Planeten reisen, aber die auch einen Wachroboter, der quasi ein
riesiges Auge auf Beinen ist, bauen können, aber das nicht so einstellen können, dass nicht jemand daneben steht. Und damit die Technik komplett ins geistige Nirvana fetzt. Das ist auch irgendwie herzlich glaubwürdig. Egal. Einer der Bounty Hunter tritt dann in eine Bärenfalle, die sogar Jigsaw die Tränen der Freuden in die Augen treiben würde. So ein Kaliber, ganz ehrlich, könnte nicht einmal der Collector unbemerkt aufbauen. Wobei, wer weiß, was der Kerl alles tun könnte, würde man ihm eine Woche Zeit und einen verlassenen Planeten geben. Die Jäger machen sich auf solchen Hoverboard-Motorrädern auf die Suche nach Riddick und seinem Hund. Und ich muss sagen, die Szene, wo die mit diesen Teilen durch die Wüste fahren, ist echt unfasslich lustig. Mein Effekte sind jetzt nicht wirklich schlecht im Sinne von Lockout, aber gut sind sie auch irgendwie nicht. Ich meine, ja, die Handlung von dem Film wird danach in irgendein decent Remake verwandelt. Der Gang durch die düstere Höhle ist aber, muss ich zugeben, relativ spannend. Zwischendurch, damit die Handlung von dem Film nicht zu schnell vorangeht, sehen wir eine Duschszene mit Katie Sackhoff und kann nicht der Einzige sein, der während Riddicks Hand quasi durch dieses Fenster durchfährt, die Musik von Lucio Fulcis Voodoo im geistigen Ohr spielen hört. Egal, wir hören dann die Dialogzeile, denk dran, er könnte überall sein. Genau, auf dem Raumschiff der Bounty Hunter zum Beispiel. Das ist ein ganz toller Ort, wo einen ganz sicher niemand zufälligerweise entdecken könnte. Ich meine, ja, die Aufnahme, wie Riddick dann dort oben sitzt, gerade als sie sagen, er könnte überall sein, und dann sitzt er in Wirklichkeit 2 Meter über ihnen. Ich verstehe schon den Coolness-Faktor von der ganzen Sache, ist aber als Versteck auf einem riesigen Planeten wahrscheinlich das Blödeste, das sich Riddick aussuchen hätte können. Danach, nachdem wir merken, Riddick ist quasi ökobewusst und interessiert an Fairtrade, hat er nämlich Fairtrade auf irgendeinen Kasten geschrieben, der in der Bounty Hunter Basis steht, und es kommt eine lange, ruhige, aber ich muss zugeben, extrem spannende Szene, als Santana, der Chef von eben diesen Bounty Huntern, dazu gezwungen wird, diesen Kasten zu öffnen und dann wirklich einen Klick nach dem anderen macht, und jederzeit denkt man sich, jetzt explodiert's, im Endeffekt explodiert natürlich gar nichts, aber eine Minute später hat dann Riddick diese Power Nodes, die in diesem Kasten drinnen waren, sowieso schon wieder geklaut, und die Jäger können nicht mehr flüchten von dem Planeten, was ich jetzt auch clever finde, ehrlich gesagt. Also Riddick schreibt einfach, wir handeln auf einen Kasten, den er selber nicht aufmachen kann, damit ihn die anderen aufmachen, damit er dann den Inhalt von diesem Kasten klauen kann. Spannend! Mad Max dürfte übrigens an der Stelle eingefallen sein, weil im Trailer gab es eine Szene, wo ich gefangen bin. Ich muss mich gefangen nehmen lassen und geht ganz einfach auf die Jäger zu, entwaffnet sich, lässt sich festnehmen, das hätte ich mir irgendwie actionreicher und spannender vorgestellt, und bevor er aber letztendlich in die Basis gebracht wird, macht er den Jägern noch ein Angebot. Er überlässt ihnen quasi einen von den beiden Nodes. Sie können damit ein Schiff nehmen und abhauen, und der zweite Node und das zweite Schiff gehören ihm. Die Begeisterung auf dieses Angebot hält sich verständlichermaßen etwas in Grenzen. Santana attackiert Riddick. Es kommt zu einem richtig coolen Kampf, bei dem auch Riddicks Schoßhühnchen draufgeht und Riddick dann letztendlich gefangen genommen wird. Wusste ich ja, dass da irgendwas folgen wird. In der nächsten Szene sehen wir dann, dass Riddick angekettet ist und von den Bounty Huntern verhört wird. Und wie gesagt, diese gläserne Kopfbox aus Saw 5 steht auch schon bereit. Nur, ich habe jetzt eine kleine Zwischenfrage. Riddick ist ja der Kerl, der in der Dunkelheit wahnsinnig gut sieht und dessen Augen quasi all pink eye crazy gehen, sollte es irgendwie Licht geben. Und das wissen die Bounty Hunter, und trotzdem sperren sie ihn ein in einen dunklen, kaum beleuchteten Raum. Wäre es nicht irgendwie sinnvoller gewesen, die in den Klauen der Tiefe Route zu nehmen und ihm einfach 2 Scheinwerfer ins Gesicht zu halten? Weil damit hätte man quasi diese, was könnte man sagen, diesen Killer-Löwen Riddick sofort zu einem geschmeidigen Schnurrkätzchen gemacht, denn es könnte sich sowieso nicht wehren, er würde ja einfach nichts mehr sehen. Aber das würde ja auf Seiten der Bounty Hunter irgendeine Form von Intelligenz voraussetzen. Egal, sie werden dann eh schon sehen, wie weit sie das bringt. Sobald dann der Regen startet,
typisch, als hätte wieder jemand beim Set einfach den Regenknopf gedrückt. Offensichtlich drehen sie den Film am selben Ort wie Hatchet. Aber beginnt dann die Atmosphäre wieder echt cool und echt dicht zu werden. Vor allem, wie wir einfach nur lange Aufnahmen von diesem dunklen Raum sehen und den Regen prasseln hören und dann vielleicht noch irgendwelche Monstergeräusche, wie bis wir dann mit Scheinwerfern auch einzelne Monster sehen und die ersten beiden Leute gekillt werden. Der erste wird von irgendeinem Monsterschwanz gepackt und wird so lange gegen irgendein Gitter gedonnert, bis sich sein Gesicht aus dem Matsch aus Wishmaster 2 verwandelt. Der zweite steht einfach im Raum, bis ober ihm so eine Dachluke zerbricht und er einfach weiter dort steht und sich nicht denkt, ach, da unter dem offenen Dach zu stehen, abgesehen, dass ich ein bisschen angeregnet werde, könnte ein bisschen blöd sein, würde ein Alien einfach seinen Stachelschwanz hinabsenken und mich hat er bazong und das war's auch schon mit dem Kerl. Wiedersehen, aber ich muss jetzt irgendwie zugeben, plötzlich ist der durchschnittliche IQ im Raum gestiegen, ich weiß nicht wieso. Kurz danach wird's wieder ganz leise und die Spannung beginnt sich wieder aufzubauen. Santana übernimmt das Kommando, wird dann vom gefesselten Ray getötet und ihr wisst mittlerweile, ich bin nicht derjenige, der gerne irgendwelche Hypes vorantreibt und der gerne sagt, das war das Beste und das Coolste und das Schönste aller Zeiten, aber was Riddick mit Santana macht, ist einfach best kill ever. Naja, Riddick wird losgebunden, bekommt dann eines von diesen Hoverbikes spendiert und wir haben quasi wieder einen Film, der eine rasante Szene mit einem Weltraumgefährt in einer Wüstenlocation besser hinbekommt als Star Wars Episode 1 und das übrigens bei einem Budget von 38 Millionen Dollar. Zwar merkt man dem Film hier und da an, dass er jetzt nicht wirklich im dreistelligen Millionenbereich produziert wurde, aber für 38 Millionen sieht das Ganze wirklich gut aus und vor allem von der Atmosphäre und der Spannung her wurde mit dem Geld wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Riddick bringt dann den Boss der Jäger zu den Notes und da muss man sagen, war Riddick ein klitzekleines bisschen dämlich, weil wenn er nur vorhatte, den Jägern einen von den beiden Nodes zu überlassen, ist es natürlich eine verdammt clevere Idee, beide Nodes an derselben Stelle zu vergraben. Wenn er jetzt dann nämlich die Leute dorthin bringt, um ihnen ihren Node zu geben, kann es auf keinen Fall passieren, dass er einfach irgendwelche MG-Läufe in seinem Gesicht weist und irgendjemand dann meint, ach weißt du, wenn ich schon da bin, nehme ich doch gleich beide Nodes mit. Fail, Riddick! Und vor allem ein Fail, den man ganz einfach damit verhindern hätte können, indem man den zweiten Node 5 Meter weiter rechts vergraben hätte. Lassen wir das, Riddick wird natürlich von dem größten Kerl vor Ort überfallen, den er aber killen kann. Und nachdem der gestorben ist, kommt wirklich einer der interessantesten Plot-Convenience-Points, die ich seit langem gesehen habe. Weil nachdem der tot ist, fängt er an, einfach wild abzudrücken und schießt mit seiner Waffe in der Gegend herum, um natürlich ganz schnell nach seinem Tod noch eines der beiden Hoverbikes zu zerstören, because the plot says so, that's why. Riddick und sein eigentlich größter Erzfeind, der Leiter der Bounty Hunter quasi, bleiben dann übrig und die Geschichte ganz schnell erklärt. Riddick hat den Sohn von diesem Typen getötet, das allerdings offensichtlich nur aus Notwehr, weil der irgendwie ein Kind töten sollte. Das war ein kleiner Nebenhandlungsstrang, den ich euch bis jetzt in diesem Review erspart habe. Müssen sich die beiden jetzt plötzlich gemeinsam gegen eine Horde von Aliens durchsetzen und im Gegensatz zu die Horde ist das Ganze eigentlich recht cool gemacht. Riddick wird im Laufe des Kampfes schwer verletzt, der Jäger nimmt sich beide Notes mit, lässt Riddick einfach zurück. Riddick spielt dann Rambo 3, zieht sich diesen Splitter aus dem Körper, verödet sich das Ganze mit einem heißen Stein und ist daraufhin binnen Sekunden übrigens wieder fit. Also der Kerl, den Jason Voorhees in Freitag der 13. Teil 8 den heißen Saunastein auf die Brust gedrückt hat, der ist offensichtlich 5 Sekunden später auch wieder hoppadada. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kann sich Riddick sofort wieder aufraffen, kann dann wieder laufen, gegen Monster kämpfen. Ja, allerdings trotzdem nicht wirklich gute Chancen gegen die Aliens, bis dann plötzlich Schüsse vom Himmel fallen. Also es sieht eigentlich mehr aus wie so kleine Meteoriten und die Aliens besiegen. Und wir dann merken, Riddicks bisher größter Erzfeind schießt die Aliens tot, damit Riddick überleben kann. Was jetzt übrigens bedeutet, dass Riddick den kompletten Film nur deswegen überlebt, weil er entweder Glück hat oder eben ihm jemand anderer den Hintern rettet. Das ist echt
Super! Natürlich hat Riddick in der Zwischenzeit dann auch offensichtlich komplett vergessen, dass ihn der Kerl vorher bestohlen und zum Sterben zurückgelassen hat. Aber verständlich, dass Riddick da ein kleines bisschen anziehen muss. Der Film hat nur mehr 3 Minuten und wir müssen ja offensichtlich noch Carl Urban finden und quasi Rache nehmen. Oder auch nicht. Blöd! Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch nie einen Actionfilm gefunden, wo der Hauptcharakter am Ende einfach den Endgegner nicht findet. Quasi Error 404, Vaku not found, keine Ahnung. Dafür bekommen wir aber relativ gemütliche Sequel Bay zu Riddick 4, den es wahrscheinlich eh nie geben wird. Aber ich hätte eine Bitte, wenn Riddick 4 kommt, dann bitte nennt den Film doch einfach Riddick. Würde das Leben der Filmfans auf jeden Fall viel einfacher machen. Ich muss zugeben, mir hat Vin Diesels Riddick, Überleben ist alles, eigentlich relativ gut gefallen, überraschend gut sogar. Die Action ist sehr gut gemacht, den Effekten merkt man zwar an, dass man keinen wirklichen Hollywood-Blockbuster mit 200 Millionen Dollar vor sich sieht, aber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gerade mal 38 Millionen für die Produktion zur Verfügung standen, sehen die Effekte eigentlich relativ gut aus. Was allerdings nicht einmal das ist, was Riddick meiner Meinung nach auszeichnet. Ähnlich wie damals schon bei Pitch Black, gewinnt der Film vor allem in den Szenen, in denen er einfach seine düstere Kulisse, gerade den Regen und natürlich auch die coolen Charaktere, allen voran natürlich Vin Diesel und Katie Sackhoff, auf den Zuschauer wirken lässt. Riddick schafft es tatsächlich in vielen Momenten Spannung aufzubauen, Atmosphäre aufzubauen und den Kampf zwischen Riddick und diesen zwei Gruppen an Bounty Huntern eigentlich für den Zuschauer durchaus interessant werden zu lassen und eben auch durchaus spannend werden zu lassen. Das ein oder andere Plothole, die anderen nicht ganz perfekt ausgeklügelten Elemente der Handlung, kann man da ehrlich gesagt vergessen. Vor allem, weil es einfach auch Momente gibt, die sehr wohl gut durchdacht sind und die vor allem auch sehr wohl wirklich cool und wirklich lässig rüberkommen. Riddick ist für mich einer der Science-Fiction-Thriller, der mir echt gut gefallen hat in den letzten Jahren und den ich vor allem Fans von Pitch Black bedenkenlos empfehlen würde.